Herzlich willkommen zu unserem Spezial im Rahmen des Thementages Ski and Snow hier vom Spitzingsee. Schwerpunkt dieser Sendung ist das Thema Skitourengehen. Was man alles beachten muss beim Skitourengehen und wie es sich auf die Umwelt auswirkt, darüber werde ich sprechen mit einem Experten des Deutschen Alpenvereins. Skitourengehen der ganz besonderen Art, das betreibt die Ohlstädterin Kaya Schöpf. Sie war schon auf Skitouren, Abenteuern und Expeditionen unterwegs, unter anderem im Kaukasusgebirge in Georgien. Die Sandra und ich, wir sind gerade im Fabrika-Hostel in Tiflis. Es ist ein ziemlich interessantes Gebäude hier, da es eine alte sowjetische Näherei ist. Und wir werden jetzt ein bisschen Revue passieren lassen, was uns in Georgien alles passiert ist die letzten Tage. Das Schöne aber an Georgien ist, dass es weit mehr zu bieten hat als Skifahren, Schnee und Berge. Der erste Stopp war in einer lokalen Bäckerei direkt in der Straße. Es gab nicht wirklich eine sprachliche Kommunikationsebene, es war mehr Hände und Füße und Zeigen, und trotzdem waren die gleich so unglaublich nett. Und so wurde aus unserem reinen Skitrip eine Skireise. Es war unglaublich schön, am nächsten Morgen aufzuwachen. Der Ort liegt am Fuße vom Katzbeck, der dritthöchste Berg von Georgien. Und der hat einfach mit so geilem Sonnenlicht gestrahlt und war so teilweise umhüllt von Wolken. Und es war so richtig so wow. Das war dann auch der erste Plan von unserem Hotel, mit Skisachen mal in Richtung Trinity Church zu laufen. Also ich glaube, wir waren ein super bunter Punkt oder zwei bunte Punkte in einer doch sehr grauen und tristen Umgebung. Also Stepansminder ist ja der letzte Ort oder einer der letzten Orte vor der russischen Grenze. Der Trinity Church, sehr erhaben über dem Tal, aber dann auch wieder so klein im Vergleich zu dem Gletscher, dem riesen Kasbeck, der mit knapp über 5000 da sich hinter einem erstreckt. Momente, ich glaube, die vergisst man nicht in seinem Leben. Skitouren, das vielleicht noch unentdeckte Land oder das jetzt neu beackerte Feld, auch bei den Spitzensportlern, bei denen, die sonst eher tja, die Abfahrt pflegen, die wilden Sprünge, den Hang runter machen und sich nun auch anderweitig präsentieren in einem Bereich, der vielleicht ungewohnt war. Kaya Schöpf ist bei uns eigentlich ja Freestylerin, Freeriderin, also immer unterwegs, wenn es runtergeht. Was ist für dich die Faszination zu sagen, nee, jetzt gehe ich auf die Ski und erarbeite mir langsam erst das Gelände und auch den Gipfel? Ich glaube, bei mir sind es zwei Aspekte. Zum einen, da ich ja keine Wettkämpfe mehr fahre im Freestyle und es somit ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, da mein Körper das nicht mehr so mitmachen wollte. Und zum anderen, da ich schon immer extrem fasziniert auch von Ausdauersport war und mich körperlich auch zu betätigen. Also das ist mir ganz wichtig. Und das heißt, selbst wenn ich tagsüber beim Freestyle im Park war, war es auf jeden Fall nachmittags immer noch so, dass ich irgendwie einen Halbmarathon gelaufen bin. Und das ist jetzt für mich irgendwie eine ganz schöne Kombi, mich wirklich auch körperlich zu betätigen, auf den Berg zu gehen, um mir sozusagen die Abfahrt auch zu verdienen. Es ist auch ein bisschen der Gedanke, an den Ursprung des Skifahrens wieder zu kommen. Einfach das Natürliche. Ich gehe rauf, ich muss erstmal hochkommen, ohne Hilfsmittel wie Lift, ja. Helikopter vielleicht, das ist auch noch eine ganz andere Nummer dann, sondern ich muss wirklich mit meiner eigenen Körperleistung so weit raufkommen, dass ich überhaupt erstmal abfahren kann.
Ja, bestimmt. Also es bringt auch mehr Ruhe rein. Ich meine, wir gehen ja alle raus oder machen Sport draußen, auch in der Natur, um irgendwie zur Ruhe zu kommen, um abzuspannen, Berufsalltag vergessen, gerade am Wochenende. Und durch dieses Hochgehen, was ja eine sehr konstante, stetige Bewegung ist, ist für mich, also kommt einfach mehr Ruhe rein. Ich bin mehr eins mit dem Berg. Ich streng mich an, aber kann trotzdem irgendwie viel nachdenken. Und für mich hat das irgendwie so was ganz Entspannendes, bis dann eben der Punkt kommt, oben anschnallen, abfällen und die Abfahrt wieder genießen. Wie kam es dann, dass ihr, du und Sandra Lahnsteiner, gesagt habt, okay, wir machen einen Film zusammen, zwei Frauen, zwei Skifahrerinnen, und wir gehen aber weg aus dem gewohnten Umfeld der Alpen, die ja vor der Tür liegen, die dann eben ja natürlich für Filmprojekte oft eben genutzt werden, sondern wir suchen uns ein exotisches Ziel, in dem Fall eben nach Georgien. Also musste es einfach eine andere Destination sein, wie es ja mal so schön hieß, um das vielleicht auch anders anpreisen zu können, das, was ihr gemacht habt? Ja, ich denke, zum einen ist es natürlich für viele interessanter, das anzuschauen, weil Skifahren Georgien ist jetzt auch nicht mehr der neueste Schrei, also man kennt es ja auch. Und zum anderen, also ja, der Vermarktungswert ist natürlich besser, aber das andere ist, dass ich für mein Leben gerne reise, also das ist einfach so eine Leidenschaft. Und wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, das zu verbinden, also einen Skitrip, eine Skireise zu machen, um auch Sponsoren zufriedenzustellen, Veröffentlichungen zu haben, aber gleichzeitig auch meine eigene Leidenschaft des Reisens zu befriedigen, war das irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das ist mit ein Aspekt, den ihr auch berücksichtigen müsst. Also ihr habt Sponsoren. Mhm. Ihr wollt einen Film erstellen und ihr wollt ihn natürlich in irgendeiner Weise auch vermarkten. Genau. Euch vermarkten oder den Film, das Produkt nachher vermarkten. Genau. Das spielt von Anfang an eine vielleicht entscheidende oder mitentscheidende Rolle? Ja, klar. Also ich meine, wir haben Verträge, wir haben Sponsoren und die wollen ja natürlich irgendwo präsentiert werden. Das heißt, man muss sich verschiedene Plattformen überlegen. Ich mache es meistens so, dass ich bei solchen Projekten einen Fotografen und einen Kameramann mit dabei habe, die mich begleiten, Kameramann, um dann eben Filmmaterial zu haben für Fernsehen, für Festivals, wie das Shades of Winter Festival, was Sandra Lahnsteiner eben organisierte, aber einen Fotografen, um auch für Printmagazine, also ja, es gibt auch noch Printmagazine, zu veröffentlichen, wo wir dann in 6 Magazinen waren. Und klar, online kannst du natürlich beides zeigen. Da kannst du schön einen Clip zeigen und gleichzeitig noch, ich texte auch selbst, ich schreibe selbst, mit Bildern arbeiten und hast somit ein schönes, rundes Paket für eine Online-Plattform, die sagen, hey, wir zeigen den Clip, dazu noch ein paar Bilder und erzählen die Geschichte. Wenn du alles selbst machst, bin ich bald arbeitslos. Ja, kannst du dir die Fragen auch selber stellen? Kann ganz schnell passieren. Stehe ich da oder sitze da und muss mich mit mir allein unterhalten? Ja, aber so ist es ja netter. Es ist ein Themengebiet, was einen Boom erlebt, seit Jahren. Skitouren boomen. Es gibt mittlerweile eben nicht mehr nur diesen Trend, sondern es ist eine Massenbewegung geworden, die du wie beurteilst? Ja, hatte ich jetzt in letzter Zeit öfter das Gespräch, auch mit bekannten Bergführern, gerade auch, weil jetzt wieder viel passiert ist. Ja, in einmal passiert, wenn wirklich die Lawinenlage sehr, sehr schwierig war, dann passieren Sachen, wenn sie sehr, sehr niedrig ist. Es ist ein Boom, dass natürlich extrem viele Leute rausrennen, sage ich jetzt mal, rausgehen. Die einfachen Touren, die natürlich auch angepriesen werden über diverse Apps, also es verbreitet sich natürlich auch sehr, sehr schnell, gegangen werden von Leuten, die, glaube ich, ein bisschen vernachlässigen, was für ein Wissen es vorher doch auch braucht. Also es hilft nichts, Touren hinterher zu rennen, die andere schon gegangen sind, sondern man sollte sich natürlich schon noch mit der ganzen Thematik beschäftigen. Und ich finde es schön, weil einerseits Leute bewegen sich mehr, gehen mehr raus, gesünderes Leben, also das finde ich total toll. Ich arbeite ja auch im therapeutischen Bereich, insofern schön, wenn alle mehr Sport machen, aber das andere ist natürlich schon da ein bisschen mit mehr Achtsamkeit rangehen, einmal der Umwelt auch gegenüber. Also Naturschutz, Umweltschutz und zum anderen aber auch die Sicherheitsfaktoren einfach ein bisschen mehr beachten und sich darüber informieren. Aber es ist nicht genau, was jetzt passiert. Du sagst eben nicht nur Natur nachrennen. Bei vielen ist ja da, die wollen das Individuelle. Deshalb vielleicht auch die Skitouren gehen, ja. oder auch Freeriden. Weg von der Piste, weg von dem Vorgegebenen, wo ja alle sind. Ja. Und jetzt kommt derjenige, will eine Skitour gehen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener oder Kenner der Materie. Und der will ja irgendwo rein ins Gelände, am besten ja in Schnee finden, wo keiner seine Spur gezogen hat. Ja. Am besten irgendwo lang, wo noch keiner gegangen ist. Also er entdeckt vielleicht die neue Route, ob für sich oder für alle. Ist da eher die Gefahr, die sich damit auftut, dass da dieses Streben nach, ich will was Eigenes, das Denken ausschaltet, ist es sicher genug, ist es verträglich mit der Umwelt, wie geht es den Tieren dort in der Region und vor allen Dingen, was tue ich eigentlich in der Landschaft?
Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, so dieses, diese Individualisierung, dass jeder sehr auf seinen eigenen ersten Gipfel, er möchte der Erste am Berg sein, bedacht ist. Aber also was ich gerade die Erfahrung mache, ist, dass wirklich eher beim Leichtsinnig wo hinterhergegangen wird, wo schon jemand anders oben war. Damit legitimieren, glaube ich jetzt, extrem viele, die legitimieren die Skitour, machen sich auch nicht mehr darüber Gedanken, weil wenn jemand anders da schon war oder jemand anders schon in diesen Hang reingefahren ist, dann sollte das ja passen, dann sollte das ja sicher sein. Also dieses, ich glaube, dieses Verantwortung abgeben ist ein bisschen ein Problem. Und egal, ob da schon 500 oder 500 Leute an dem Berg waren, die Selbstverantwortung ist was, die ich trotzdem noch tragen sollte. Und ich glaube, das ist was, was ganz oft irgendwo vergessen wird. Selbstverantwortung plus, wenn natürlich wirklich was passiert, müssen ja dann auch Bergrettung, Bergwacht und Co. natürlich auch wieder rein und helfen. Und ich glaube, dass da, wenn da mehr Achtsamkeit stattfinden würde, und was ich schön finde, ist, dass ich jetzt immer mehr sehe, dass auch von großen Sporthäusern oder Alpenvereinen oder wo auch immer, immer mehr angeboten wird, so Informationswochenenden, Kameradenrettungskurse, diese ganze Lawinenthematik, also wo sich Leute wirklich anmelden können und es dann auch oft auch mal in einem Rahmen von einem Werbezweck ist, aber zumindest eine größere Plattform geboten wird, wo man sich aktiv Informationen einholen kann. Die Zahl der Skitourengeher, die wird immer mehr. Der Deutsche Alpenverein, der geht davon aus, dass sich die Zahl der Skitourengeher seit der Jahrtausendwende verdreifacht hat. Manfred Scheuermann ist vom Deutschen Alpenverein. Herr Scheuermann, wie ist es denn? Kann man da noch von einem Trend sprechen oder ist Skitourengehen inzwischen auch ein Massenphänomen geworden? Ja, Massenphänomen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist sehr beliebt. Man sieht hier diese Abfahrt vom Taubenstein pistenartig eingefahren. Hier sind wir im Tourengelände. Also das, was hier ausschaut wie eine Piste, haben die Tourengeher so gut festgefahren. Das heißt, hier sind einfach sehr viele Menschen unterwegs. In den letzten Jahren hat das Skitourengehen an Beliebtheit gewonnen. Auch das Schneeschuhwandern ist noch dazugekommen. Und da gibt es natürlich auch gewisse Herausforderungen, gerade was Naturschutzfragen anbelangt. Denn wenn Skitouren und Schneeschuhgeher in sensible Bereiche vordringen, dann muss man dringend versuchen, Besucherlenkung umzusetzen und sie eben aus diesen Bereichen fernzuhalten. Was ist eigentlich zu beachten, wenn man so eine Skitour plant? Also was muss man im Auge haben? Was braucht es vielleicht auch an Ausrüstung? Vor allem auch im Thema Sicherheit. Ja, es gibt die sogenannte Lawinen-Notfallausrüstung. Das ist einmal das LVS-Gerät, Lawinenverschütteten-Suchgerät. Das ist eine Sonde zum Sondieren, wenn wirklich jemand verschüttet wird. Und dann die Schaufel natürlich, ganz wichtig, weil mit der Schaufel dann auch die Verschütteten ausgegraben werden müssen. Also diese drei Ausrüstungsgegenstände sind ganz wichtig. Dann kommt das Handy noch dazu. Das muss man natürlich auch unbedingt dabei haben, damit man einen Notruf absetzen kann. Das ist jetzt das eine in puncto Ausrüstung. Aber dann geht es natürlich auch noch darum, man muss die Wetterbedingungen checken. Wie muss man sich da vorbereiten? Ja, ein gutes Beispiel ist, heute hat es Bewölkung. Es war keine klare Nacht. Es ist auch nicht so kalt, wie es normalerweise jetzt wäre, wenn der Himmel klar wäre. Das heißt, man muss jetzt natürlich verstärkt auf Nassschneelawinen achten. Es hat nicht so gut gefroren. Das heißt, gestern war es ja sehr mild, ist der Schnee noch feucht. Das heißt, es kann durchaus auch am Vormittag schon mal irgendwo eine Nassschneelawine runterkommen. Das heißt, man muss schon sehr aufpassen, gerade an so milden Tagen wie heute. Wir haben im Bereich der trockenen Lawinen wenig Gefahr im Moment. Stufe 1, das ist eine relativ sichere sichere Bedingungen, was trockene Lawinen anbelangt. Aber die Nassschneelawinen spielen bei der Witterung eine zunehmende Rolle. Skitourenplanung und Ausrüstung, das haben wir jetzt besprochen. Wir melden uns dann später gleich nochmal zum Thema Umweltschutz. Wenn es um Innovationen und Trends aus der Wintersportwelt geht, dann ist die ISPO München the place to be. Was es alles Neues gibt auf dem Markt und wo sich die Wintersportprodukte hinentwickeln, das sehen Sie jetzt. Perfekte Bedingungen auf der diesjährigen ISPO und Snow. Welch Pistenherz schlägt da nicht höher? Bevor die ISPO Munich in ein paar Tagen startet, zeigt die OnSnow schon jetzt die Innovationen von morgen. Mit dabei ein echtes Leichtgewicht unter den Tourenskiern, der Carbon 120. Das Faszinierende ist, dass er der leichteste Tiefschneeski der Welt ist. Wir haben ihn speziell für Powdertage entwickelt. Somit hat er kaum Gewicht auf dem Weg nach oben und runter, lässt er sich super fahren. Ob im Gelände oder auf der Piste, echtes Abfahrtsvergnügen vereinen alle neuen Skier. Das Modell Deacon 84 von Völkl verspricht Dynamik und perfektes Handling in der Kategorie Allrounder.
K2 setzt mit dem Modell Mindbender auf eine komplett neue Technologie und gewinnt einen ISPO Award 2019. Wir haben Carbonfäden in den Ski mit eingewebt und zwar so individuell angepasst, dass es im Tipp vom Ski enger gewebt ist und im Tail ist es halt lockerer gewebt, dass man so schön dann die Kurve ausfahren kann und auch driften kann. Sicherheit, besonders abseits der Piste, ist das Thema auf der ISPO Munich. Einer der wichtigsten Tools ist und bleibt der Lawinen-Airbag. Bei der derzeitigen Lawinensituation sollte jeder so einen dabei haben. Das einmalige Kartuschensystem ist Schnee von gestern. Ein E-Antrieb ist die innovative Lösung. Mit dem elektronischen System ist es so, das lädt sich von alleine wieder auf und innerhalb von 20 Minuten ist es eben wieder einsatzbereit. Ein Rückenprotektor gehört inzwischen zur Grundausstattung eines jeden Wintersportlers. Der Soft ActiFit bietet einen besonders bequemen Schutz. Er trägt nicht auf, ist beweglich und atmungsaktiv. Dank Impact-Technologie können auch Mehrfachstürze und kleine Risse dem Helm von Rossignol nichts anhaben. Das ist ein Kinderskihelm, der Formgedächtnis, sodass der Helm bei kleinsten Stößen wieder in seine Ursprungsposition praktisch zurückkommt. Auch in Sachen Outfit gibt es im Skisport Neues. Anpassbare Skischuhe von Nordica für die Kleinsten mit individueller Gewichtseinstellung und griffiger Sohle für einen sicheren Gang. Kalte Hände können auch den schönsten Skitag verderben. Mit dem beheizbaren Black Diamond Solano Handschuh mit LED-Bedienung ist ab jetzt Schluss damit. Ebenfalls ein Goldwinner bei den ISPO Awards ist der Raider Helm von Hett. Mit einem völlig neuen Designansatz soll er auch Skifahrer ansprechen, die sonst eher keine Visierhelme tragen. Ja, dieses Jahr freuen wir uns besonders auf die ISPO, weil wir auch einen Goldwinner am Start haben, den wir dann unseren Kunden präsentieren können. Und es ist einfach eine wichtige Veranstaltung und einfach zu schauen und zu präsentieren, was es in der kommenden Saison Neues gibt. Zurück hier am Spitzingsee-Skigebiet und das Besondere hier ist, und das ist auch relativ neu, dass das Gebiet jetzt aufgeteilt wurde, ein Bereich wirklich nur für die Skitourengeher und der andere Bereich für die Pistenfahrer. Das gibt es jetzt noch nicht in jedem Gebiet. Ja, das ist hier eine Besonderheit am Spitzingsee. Diese Seite, die Ostseite, war früher Skigebiet, da gab es zwei Schlepplifte. Die Seilbahn war auch im Winter in Betrieb für Skifahrer. Seit diesem Winter sind die Lifte weg, also man hat die Lifte komplett abgebaut und die Seilbahn fährt nur noch im Sommer. Das heißt, hier diese Seite, die Ostseite, ist reines Tourengelände geworden. Früher war es auch schon mal so, bevor die Skilifte gebaut wurden, jetzt ist es wieder so, wie es früher war. Eines ist klar, jeder, der hier unterwegs ist, hinterlässt seinen Abdruck, egal ob Freerider, Pistenfahrer oder eben Skitourengeher. Herr Scheuermann, Skitourengehen, das klingt jetzt erstmal sehr umweltverträglich, ist es aber, glaube ich, ganz und gar nicht. Ja, wichtig ist, dass bestimmte Routen eingehalten werden. Wir haben in den gesamten Bayerischen Alpen die Ski- und Schneeschuhrouten auf Naturverträglichkeit überprüft, so auch hier am Spitzingsee. Und diese Tafeln bilden die naturverträglichen Routen ab. Und jetzt appellieren wir an die Skitouren- und Schneeschuhgeher, sich auch an diese Routen zu halten. Man kann schon relativ viel Fläche nutzen, aber was auf keinen Fall genutzt werden sollte, sind die Flächen, die hier farbig hinterlegt sind. Das sind die sogenannten Waldwildschongebiete. Das sind ganz wichtige Überwinterungsgebiete von Wildtieren. Und wenn man in diese Gebiete vordringt, dann stört man die Tiere, die sich im Winter sehr stark auch gut und sehr gut auch an die Bedingungen angepasst haben. Zum einen können sie aufgeschreckt werden. Sie verbrauchen sehr viel Energie. Das ist im Winter problematisch. Sie haben den Energiehaushalt runtergefahren im Winter an die Bedingungen angepasst und wenn sie dann gestört werden, verbrauchen sie Energie, die sie dann nicht mehr so leicht zurückführen können. Es gibt nicht viel zu fressen. Gerade Winter wie dieses Jahr, wir haben sehr viel Schnee, das heißt, es ist auch die Nahrung unter Schnee eingeschneit. Die finden einfach nichts zu fressen. Und das ist die räumliche Komponente und gibt es noch einen zeitlichen Aspekt. Die Tiere können nur zu bestimmten Zeiten ihre Nahrung aufnehmen, am frühen Morgen und am späten Nachmittag, weil mittags der Feind in der Luft ist, das ist der Adler. Wenn der fliegt, können die nicht aus ihren Verstecken raus. Das heißt, wenn wir in den Lebensräumen am frühen Vormittag und am späten Nachmittag uns nur dort aufhalten, dann bleiben die Tiere in ihren Verstecken und fressen nicht. Das heißt, dann fällt die Nahrungsaufnahme komplett aus. Deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Waldwildschongebiete gemieden werden und dass man sich einfach auf den naturverträglichen Routen bewegt. Dann ist das Ganze naturverträglich, kann wunderschön Spaß machen. Man kann auch weite Teile nutzen. Es ist nicht so, dass das nur enge Linien sind, sondern es sind wirklich freie Hänge, die den Skifahrern hier zur Verfügung stehen. Was hier am Spitzingsee auch viel gemacht wird, ist das Freeriden, also das Abseitsfahren von den Pisten, auch im Wald zum Beispiel. Und auch das beeinträchtigt ziemlich die Natur. Warum eigentlich?
Ja, es gibt Bereiche, da kann man Freeriden, Tiefschnee fahren und richtet überhaupt keinen Schaden an. Zum Beispiel hier der Osthang vom Rosskopf, der ist geeignet, vorausgesetzt die Lawinengefahr ist so gering, dass man das verantworten kann. Weil da keine Vegetation ist, man nicht durch den Wald fährt, gefährdet man keine Tiere und schädigt auch keinen Jungwald. Es gibt aber Bereiche, die sind hier in der Umgebung des Skigebietes natürlich auch bewaldet und da kann ich Schäden an der Waldvegetation anrichten als Freerider. Das heißt, ich schädige junge Bäumchen mit den Stahlkanten der Ski oder des Snowboards. Das ist sehr unschön, weil die Bäume natürlich wichtig sind. Das ist Schutzwald, der muss sich natürlich verjüngen, wird teilweise auch aufgeforstet. Der Deutsche Alpenverein, der hat wahnsinnig viel Aufwand betrieben. Ich glaube, in den letzten 25 Jahren im gesamten bayerischen Alpengebiet solche Infotafeln aufgestellt, wo eben zu sehen ist, wo darf man reinfahren und wen nicht. Was war das für ein Aufwand? Ja, wir haben gemeinsam mit dem Bayerischen Umweltministerium seit 1995 das Gesamtgebiet der Bayerischen Alpen flächendeckend bearbeitet. Flächendeckend heißt, in jedem Gebiet haben wir geschaut, wo gibt es Konflikte und sind dann im Rahmen von Exkursionen mit Vertretern der örtlich betroffenen Verbände, Behörden, also Forst, Jagd, Bergwacht, die Landratsämter, die Naturschutzverbände, natürlich unsere Sektion des Alpenvereins hinausgegangen und haben überlegt, wie wir die Konflikte lösen können. Wir haben einen Wildbiologen dabei gehabt, der uns das alles sehr schön aufgezeigt hat. Und so haben wir Gebiet für Gebiet bearbeitet und Lösungen gefunden. Und die werden jetzt im Rahmen der Kampagne natürlich auf Tour vermittelt. Und wichtig ist, dass das Ganze auch weiter betreut wird. Es gibt für jeden Landkreis eine Arbeitsgruppe, die schaut, was funktioniert, also macht quasi eine Erfolgskontrolle. Und da wird immer wieder angepasst, weil es gibt neue Trends. Wir wissen, dass die Leute auch immer mehr nachts unterwegs sind. Es gibt eben das Schneeschuhwandern, das gab es vor 20 Jahren eigentlich überhaupt noch nicht. Und so muss man diese Konzepte immer wieder den Veränderungen anpassen. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und somit haben wir den gesamten bayerischen Alpenraum auch weiterhin im Blick und können reagieren, wenn es nötig ist. Willkommen zurück zu unserem Spezial hier vom Spitzingsee-Skigebiet. Ich spreche gleich nochmal mit unserem Experten vom Deutschen Alpenverein über das Freeriden und das Skitourengehen und auch die Auswirkungen auf die Umwelt. Zunächst aber einmal zeigen wir ein paar Ausschnitte, wie man das Skitourengehen auch im Extremen betreiben kann. Der Plan war an dem Tag ja zu dem Lumisi-Kloster, das im Grat zwischen Russland und Georgien oben ist, auf 2200 Meter. Das ist georgische-russische Freundschaftsdenkmal, das auf so einem Vorsprung steht, wo so eine Schlucht vorbeigeht, wie so ein Amphitheater. Und es hat innen total bunte Gemälde, diese beiden Kulturen, das Georgische und das Russische, aufgreifen. Und ja, man spürt, dass dieser Konflikt in der Geschichte eine sehr hohe Bedeutung hat. Und das wird auch in diesem Denkmal irgendwie sehr beeindruckend verdeutlicht. Wir kamen dann irgendwann an so einen kleinen, naja, Ort ist übertrieben. Ich glaube, drei Häuser standen da an. An dem Morgen hatten wir dann auch wieder eine unglaublich schöne Begegnung mit einem alten Georgier, der, als wir geparkt haben, kam und uns versuchte, irgendwas zu erklären, was wir natürlich nicht verstanden haben. Und letztendlich dann sein Sohn am Telefon, der Englisch sprach, uns erklärte, dass wir falsch waren für unsere Skitour und noch besser 2 Kilometer weiter zum nächsten Parkplatz fahren sollten, um es einfach sicherer angehen zu können aufgrund der Neuschneemenge. Es war total schwer abzuschätzen, wie weit wir noch hatten. Es war schwer zu sehen, wo wir uns eigentlich befunden haben. Gott sei Dank hatten wir unseren Bergführer, den Ludwig, dabei. Als wir dann oben ankommen, auf diesem Grat plötzlich die ersten Sonnenstrahlen, das war mega. Das erste, was du kriegst, ist ein Chacha, der dich immer von innen wärmt. Und Tee und Brot. Und es war plötzlich, haben wir echt voll auf das Skifahren vergessen. Wir waren da oben und haben diese Gesellschaft und Kommunikation unglaublich genossen und das, obwohl es wieder keine sprachliche Ebene gab.
Nachdem wir so lange oben waren, sind sie dann auch mit uns noch in die St. Georgs Kirche nebenbei gegangen und wir durften alle mit dieser schweren Eisenkette rund um den Hauptpfeiler in der Kirche gehen, der zum einen es gilt so, du wirst deine Sünden los, aber du darfst dir auch was wünschen und es war ein unglaublich bewegender, intensiver, sehr emotionaler Moment. Auch wieder so eine Begegnung, die man vermutlich nicht mehr vergessen wird in seinem Leben. Eine der ganz klassischen Skitouren geht zum Dedaena hoch und die mussten wir natürlich auch machen und dazu hat sich natürlich der perfekte Bluebird Day geeignet. Wir haben uns da echt zugespielt, rauf und runter, rauf und runter und hatten da auch, glaube ich, nochmal so ganz intensiv das Gefühl, was bedeutet es, für unseren Berg zu sein. Wie gehst du vor, wenn du sagst, wir machen jetzt was, wir drehen was, wir produzieren was? Wir wollen einen Film erstellen, in dem Fall jetzt eben das Beispiel Skitour mit anschließender Abfahrt. Mhm. Im Film ist ja nur zu sehen, wie ihr dann schön da langläuft und wie ihr dann runterfahrt. Mhm. Wie viel Vorbereitung braucht das Ganze? Weil das ist immer nicht zu sehen. Und der Nachahmeffekt ist ja oftmals, dass Leute sagen, dann will ich aber auch irgendwo rauf und irgendwo runter und haben vielleicht gar nicht berücksichtigt. Ihr habt ja vorher sicherlich das Gelände erkundet, sowohl beim Raufgehen als natürlich speziell dann bei der Abfahrt. Ja, also ich sag mal zu Hause, ich selbst auch mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, wir kennen uns ja so ein bisschen aus. Man informiert sich, wie war das Wetter die letzten Wochen, überhaupt den ganzen Winter, wie war der Schneefall, wie ist die Hangausrichtung, was für ein Wetter war die Tage zuvor, was sagt der Wetterbericht in Bezug auf Temperatur, woher kam der Wind und so weiter und so weiter. Also es ist jetzt so ein riesenkomplexes Thema. Am Beispiel Georgien hatten wir zum einen einen Bergführer dabei, den Ludwig Karasch, der sich im Vorhinein auch schon informiert hat, wie die Bedingungen in Georgien waren, extrem viel Kartenmaterial besorgt hat, mit Bergführern gesprochen hat, die schon vor Ort waren. Das ist ja auch ein Netzwerk. Vor Ort, als wir dort waren, haben wir nochmal mit Bergführern gesprochen, die gerade vor Ort waren oder schon die ganze Saison dort verbracht haben, um zu wissen, was ist jetzt passiert dort die letzten Monate, Wochen, wie verhält sich die ganze Lage, Situation. Die waren draußen im Gelände, die haben ja auch konnten ja die Schneesituation, Schneelage extrem gut beobachten und klar, dann gilt es natürlich direkt vor Ort wieder Dinge tun wie Schneeprofil graben und so weiter und so weiter. Also das klingt für sich nach im Prinzip ja null Spontanität. Eigentlich das, was ja im Film zu sehen ist, wo die Leute denken, wow, die machen einfach, das ist es ja gar nicht, sondern genau das Gegenteil. Ja, es ist schon überlegt und bedacht. Also das gehört dazu. Wenn ich mich abseits der gesicherten Pisten bewege, gehört eine gewisse Planung dazu. Also wenn man an seinem Leben hängt. Und das tue ich eigentlich relativ stark. Dadurch sollte man sich da schon ein bisschen mit beschäftigen, wie das aussieht. Für dich auch gezwungenermaßen, weil klar, du lebst ja zum gewissen Teil davon. Das heißt, du kannst vielleicht auch gar nicht das Risiko gehen,
dich zu verletzen oder ja, vielleicht da am Berg zu bleiben? Ja, das glaube ich hat jetzt nichts mit meinem Beruf als Sportlerin oder als Athletin zu tun, weil auch wenn das jetzt nicht mein Beruf wäre oder wenn das jetzt irgendwann mal nicht mein Beruf wäre, ich bin auch keine 18 mehr, also ich weiß nicht, wie lange ich das alles noch mache, möchte ich trotzdem wieder vom Berg zurückkommen. Also ich denke, das ist keine Einstellung, ob man Sportler ist oder nicht, sondern das ist eine Einstellung, die sollte jeder mitbringen, weil das Leben ist kostbar und auch das Leben der anderen, mit denen ich unterwegs bin. Also ich möchte auch nie in die Situation kommen, mit Freunden oder meinen Brüdern, mit denen ich viel unterwegs bin, oder auch meiner Mutter, wie auch immer, egal wen, der mir nahe steht, irgendwie da zu verlieren oder dass da irgendwas passiert oder auch jemand anderen in die Situation bringen, dass man mich dann suchen muss. Also das ist was ich im besten Falle das Risiko so gering wie möglich halten möchte. Wie viel hat sich das verändert oder wie groß hat sich das verändert, der Anteil Touren im Verhältnis zum vielleicht reinen Fahren nachher, ja, zum Freeriden, zum Freestyle? Bei dir? Also ich habe jetzt, also bei mir, ja, ich wollte gerade sagen, da habe ich jetzt keine Zahlen im Kopf. Bei mir würde ich sagen, ist das inzwischen wirklich 60% Touren, 40% Freeriden. Also ich mache inzwischen wirklich sehr, sehr viele Skitouren, überwiegend Skitouren. 40 Freeriden, also mit Lift. Wir hatten jetzt am Anfang des Jahres extrem gute Bedingungen, also extrem gefährliche, aber natürlich vom Schnee her, es kam extrem viel Schnee und das war natürlich Wahnsinn, aber ansonsten bin ich wirklich inzwischen 60% am Skitouren gehen. Und wiederentdeckt sozusagen, damit die Berge ganz anders wiederentdeckt? Ah, das würde ich jetzt bei mir nicht. Ich bin ja im Sommer auch viel unterwegs in den Bergen. Also ich kenne dieses Berge hoch, Fahrradfahren mit Mountainbike oder gehen oder auch laufen. In Bezug auf Trailrunning. Es ist nochmal anders. Ich finde, im Winter ist nochmal alles ruhiger und stiller. Also das ist nochmal irgendwie weniger Geräusche, außer das Knirschen vom Schnee. Und es ist schon nochmal eine andere Art von sich am Berg bewegen. Es ist einfach, ja, meditativer, weiß ich nicht, ist ein komischer Ausdruck, aber doch irgendwo schon. Also es gibt mir einfach mehr Ruhe und ich ziehe aus so einem Tag mehr Energie und Freude und Erinnerungen als, oder andere Erinnerungen, aber ein bisschen ruhigere als aus einem ganzen Tag ballern. Was natürlich auch total geil ist, wenn der Schnee gut ist, klar, steht außer Frage. Du, danke dir für den Einblick. Und, sehr gerne. Genieß noch den Tee. Prost. Prost. Zurück hier am Spitzingsee-Skigebiet. Herr Scheuermann, da gegenüber sieht man jetzt eine Nassschnee- oder auch Gleitschneelawine. Ist es normal, dass da in dem Gebiet Lawinen abgehen und auch in der Größenordnung? Also es ist jetzt sehr viel Schnee. Der Winter ist schneereicher als der Durchschnitt. Und das heißt, wenn Lawinen abgehen, können sie größer werden als üblich oder vielleicht als man erwartet. Da drüben sieht man eine Nassschneelawine, die sehr groß geworden ist. Das heißt, sie hat auch den Bereich der Aufstiegsroute noch mit betroffen und auch die Abfahrt liegt innerhalb dieses Lawinenkegels. Das heißt, dort muss man ganz besonders vorsichtig sein. Es ist bekannt, dass in dem Areal Lawinen runterkommen. Das nennt sich Wildes Fräulein, so ein Vorgipfel vom Jägerkamp. Die Lawinenkommission weiß, dass dort Lawinen möglich sind, aber dass sie so groß werden wie dieses Jahr, das ist eher unüblich. Da sieht man jetzt hier, das schaut fast aus wie so eine Gletscherspalte, so ein Aufriss. Schaut eigentlich recht harmlos aus, ist es aber ganz und gar nicht. Ja, die Schneedecke hat hier ungefähr eine Mächtigkeit von 2 Metern gesetzter Schnee. Und das Gelände hat eine Neigung von 35, 38 Grad an den steilsten Stellen. Das heißt, die Schneedecke ist im Ganzen in Bewegung. Bewegt sich wie ein, man muss sich das vorstellen, wie so ein Strom, Hang abwärts. Und dann reißt sie irgendwo auf und dann gibt es solche Risse wie dort unten. Und das ist ein Prozess, der sich vollzieht und dann irgendwann mal dazu führen kann, dass die gesamte Schneedecke in Bewegung gerät. Das ist dann eine sogenannte Gleitschneelawine und ist natürlich extrem gefährlich bei solchen Schneemengen. Das heißt, solche Gebiete sollte man tunlichst meiden. Es ist nicht so, dass die nur nachmittags abgehen, sondern solche Gleitschneeprozesse vollziehen sich auch nachts. Das heißt, es kann auch am frühen Morgen oder sogar in der Nacht eine solche Gleitschneelawine abgehen, die dann sehr gefährlich werden kann. Was ist jetzt die Gefahr bei diesen Schneebedingungen, wie sie jetzt zum Beispiel heute herrschen, wo es ja eigentlich recht kompakt und fest wirkt? Also man muss einfach wissen, dass es einerseits diese Gleitschneeprozesse gibt, auf der anderen Seite eine tageszeitliche Erwärmung. Die Sonne kommt vielleicht noch raus, aber es wird einfach über den Tag wärmer. Das heißt, die Schneedecke weicht dann auf der Oberfläche auf und dann wird die Lawinengefahr auf jeden Fall größer. In der Früh ist die Schneedecke noch einigermaßen stabil, da kann man also auch solches Gelände ohne weiteres befahren. Vorausgesetzt, man kommt nicht unterhalb von solchen Gleitschneemäulern hinein.
Und danach sollte man, am Nachmittag sollte man auf keinen Fall mehr abseits der Pisten fahren, weil dann einfach die Lawinengefahr schon auf Stufe 3 ansteigt, erheblich. Und da sollte man auf jeden Fall das Tourengelände meiden. Jetzt konkret bei dieser Piste, das ist jetzt keine präparierte Piste, sondern sozusagen freies Gelände. Wo würden Sie da jetzt empfehlen zu fahren? Eher weiter drüben oder? Also man sieht ja hier das Gelände ganz gut ein. Ich würde jetzt hier rüber queren und dann drüben fahren. Da gibt es keine Anrissstellen. Da ist die Schneedecke kompakt geschlossen. Sieht sehr stabil aus. Also da würde ich jetzt um die Tageszeit ohne weiteres runterfahren. Überhaupt kein Problem. Also man sieht auch hier am Spitzing-Skigebiet immer mal wieder Lawinen. Hier hinten ist eine große Lawine runtergegangen, vor ein paar Tagen erst. Und hier sieht man, wie gesagt, immer wieder so Einrisse bzw. wirklich offene Stellen, weil die Schneedecke hier einfach extrem in Bewegung ist. In den Alpen wird jedes Jahr eine Fläche beschneit, die ungefähr so groß ist wie der Bodensee. Das Spitzing-Skigebiet, wo wir jetzt hier sind, ist ungefähr 1500 Meter hoch. Das heißt, die sind hier angewiesen auf Beschneiung. Wie sieht es der Deutsche Alpenverein? Ich glaube, Sie haben einen ambivalenten Blick auf diese Beschneiung. Es wird ja auch nicht jede Piste hier beschneit. Also es ist zunächst mal so, dass es im Frühwinter in den letzten Jahren, hat man es ganz deutlich gesehen, oft überhaupt keinen Schnee hat oder viel zu wenig Schnee. Und für die Skigebiete ist es von zentraler Bedeutung, gerade die Weihnachtsphase, dort ein Angebot zu haben, also Skibetrieb möglich zu machen. Deswegen ist es für die Skigebiete sehr wichtig, dass sie eben eine Grundbeschneiung zur Verfügung stellen, aus wirtschaftlichen Gründen. Wir sehen das natürlich sehr kritisch, gerade in dieser Höhenlage, denn wir wissen, die Klimaerwärmung hat zur Folge, dass in der Höhenlage das Skifahren immer schwieriger wird und solche Anstrengungen irgendwann ins Leere laufen. Aber wir verstehen auf der anderen Seite auch die wirtschaftliche Notwendigkeit, oder sehen Sie und akzeptieren auch, dass dann örtlich auch beschneit wird. Hier ist es etwas so, dass die Hälfte der Pistenflächen beschneit werden können. Und das ist eine Modernisierung, die hier erfolgt ist, mit der man leben kann, weil es anders nicht geht. Sonst müsste das Skigebiet einfach schließen hier. Das wäre dann wirtschaftlich gar nicht mehr durch vernünftig betreibbar. Was hängt denn an so einer Schneekanone alles dran? Also wie umweltunverträglich, muss man ja sagen, ist die eigentlich? Ja gut, das ist natürlich... Eine Beschneiungsanlage verbraucht sehr viel Energie. Es muss Wasser dafür zur Verfügung gestellt werden. Das Wasser kommt nicht von irgendwo. Dafür braucht es einen Beschneiungsteich. Der muss in die Landschaft eingepasst werden. Also es braucht eine Menge Infrastruktur. Es werden Leitungen verlegt. Also es ist schon ein Eingriff in die Natur, die erforderlich ist, um überhaupt eine Beschneiung zur Verfügung zu stellen. Bei den Speicherseen, was hängt da alles dran? Also das sind quasi aufwendige Kühlungsprozesse wahrscheinlich auch, die da dabei sind. Und das Wasser muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, das Wasser muss irgendwo herkommen. Das wird teilweise auch in die Speicherseen rauf gepumpt. Es wird gekühlt, es wird umgewälzt, damit es kalt genug bleibt. Es muss eine niedrige Temperatur haben. Also es ist ein sehr, sehr hoher Aufwand, technischer Aufwand, der natürlich eine Menge Energie kostet. Und das ist einfach... nicht zu vermeiden. Und die Kosten müssen auch wieder irgendwo reinkommen. Deswegen kann man schon verstehen, dass man hier eben diese Wintersaison, Weihnachtssaison auch unbedingt sichern will. Wie sehr beeinträchtigen diese Speicherseen auch den Wasserstand der alpinen Gewässer? Gut, da wird natürlich drauf geachtet. Wenn solche Planungen erfolgen, da werden Gutachten erstellt. Das wird auch geprüft, das wird genehmigt von den Landratsämtern. Da haben wir auch die Naturschutzverbände Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben, auch der Alpenverein. Und wir schauen da auch schon sehr genau hin, geben unsere Bedenken sehr deutlich dann auch zum Ausdruck. Und dann versucht man das schon so einzupassen. Also es ist nicht immer so leicht. Es gibt Fälle, wo wir auch mal uns klar gegen bestimmte Standorte von Schneiteichen aussprechen. Aber in der Regel findet man doch eine Stelle, wo man dann einen solchen Beschneiungsteich einigermaßen naturverträglich noch einpassen kann und dann auch in den Wasserhaushalt so integrieren kann, dass es funktioniert. Das aktuellste Beispiel ist jetzt das Riedberger Horn. Da ist jetzt eben entschieden worden, dass diese zwei Skigebiete nicht zusammengeführt werden dürfen. Dafür sollen die jetzt auch eben beschneien dürfen und kriegen so einen Beschneiungsteich, eben so einen Speicherteich. Und da sieht man eigentlich, wie Sie auch mit eingebunden werden, oder? Also es ist jetzt Ihre Aufgabe, da einen Platz zu finden. Ja, es gibt da eine Arbeitsgruppe, da ist der Alpenverein auch vertreten. Wir sind auf der Suche nach einer Lösung, die so naturverträglich wie möglich ist. Wir sehen auch dort die Notwendigkeit, wenn man das Skigebiet weiter betreiben will, dass es auch Weihnachten schon in Betrieb genommen werden kann, in der Phase, wo es in der Regel von Natur aus sehr wenig Schnee hat, in den letzten Jahren immer weniger. Und jetzt ist es so, dass wir dort überlegen, wie man das organisieren kann, ob es einen geeigneten Standort gibt für einen Beschneiungsteich. Das ist dort sehr, sehr schwierig, weil die geologischen Verhältnisse
dort speziell sind. Also es ist nicht einfach, dort einen entsprechenden Standort zu finden. Es gab einen Standort, der in Planung war, der in einem Moor geplant war. Und das ist natürlich nicht möglich aus unserer Sicht. Das wäre ein massiver Eingriff in die Natur. Aber jetzt sind wir eben gemeinsam mit dem Liftbetreiber, mit den Gemeinden in dieser Arbeitsgruppe auf der Suche nach einer Lösung, nicht nur für den Schneiteich, sondern für die Entwicklung dieser ganzen Region. Ausgehend vom Skigebiet, eventuell auch einen Sommerbetrieb dort oben zu ermöglichen und eben dann auch den nachhaltigen Tourismus im Gesamtgebiet rund um das Riedberger Horn. Das ist der Plan. Und dass eben diese Arbeitsgruppe jetzt ganz aktuell dabei, ein Konzept zu erstellen. Herr Scheuermann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier durchs Spitzing-Skigebiet zu gehen und uns das Skitourengehen ein bisschen näher zu bringen, zu erklären, aber auch natürlich die Konsequenzen für die Umwelt. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank, es hat mir auch viel Freude gemacht. Wir haben einen herrlichen Tag hier draußen erlebt. Das war's mit unserem Spezial zum Thema Skitourengehen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, denn hier geht's spannend weiter mit unserem Thementag Ski and Snow. Ich verabschiede mich derweil hier vom Spitzingsee.